So, hallo zurück beim Vienna Open. Wir sind im Classic Doppel. Das Spiel hat gerade angefangen zwischen Cihan An und Pascal Salzgeber auf der rechten Seite mit den blauen Spielerfiguren und auf der linken Seite Philipp Bucher und Thomas Haas. Es wurde gerade der erste Satz gestartet. So, hallo auch von mir. So, ich begrüße die Cameo an meiner Seite zum Kommentieren. Hallo, mal von uns. Grüß euch. Gut, ich habe einen Tor gefangen. 1-1. Und wir steigen jetzt gleich voll ins Geschehen ein. Alle schon sehr gut eingespielt, haben schon einige Partien hinter sich. Spät heute. Ja, last match of the day, würde ich mal sagen. Ja, ist wahrscheinlich das letzte Spiel für heute. Und die anderen Runden werden dann ab morgen weitergespielt, ab der Mittagszeit. Finde ich sehr interessant, Philipp Butcher und der Thomas Haas sind ja diese zusammenspielende Tonart ist ja Weltmeister von aus Deutschland und Philipp auch einer unserer besten Spieler in Österreich. Aber beide eher Stürmer, würde ich sagen. Funktioniert aber sehr gut auch beim Thomas. Thomas, du bist ein Verteidiger, zumindest selbst von sich. Ja, ja auch vor allem beim Thomas sehr interessant. Der aus Deutschland spielt eigentlich auf dem Leonhard-Tisch, Heimtisch. Kann aber mittlerweile auf allen Tischen sehr gut spielen und hat sogar die letzten zwei Turniere auf Galando bei uns in Österreich im Einzel gewonnen, obwohl das nicht sein Heimtisch ist. Das ist ein richtiger Ausnahmetalent. Oh, Philipp spielt dort Tic-Tac. Sehr schön. Und der Dumme. Der Dumme geht rein. Ja, der Dumme ist Österreichs Lieblingsschuss sozusagen. Verzögert das sozusagen. Funktioniert immer jeden Satz einmal. An der anderen Seite der Pascal Salzgeber aus der Schweiz, der jetzt am Ball ist. Auch ein sehr, sehr starker Spieler, Schweizer Nationalteam-Spieler. Sicher einer der stärksten in der Schweiz. Und Philipp catcht hier den Ball. Ein extrem guter Verteidiger, schießt auch sehr gefährlich von hinten raus. Das war nicht Wahnsinn, ein schöner gestoßener Einser von unten. Pull-Kick genannt, Push-Kick genannt, von unten nach oben. Ja. Das ist der Fehler vom Chichi. Ist natürlich da unter Druck, wenn der Philipp so auftritt. Ja. So, schauen wir uns jetzt mal die Spieler an. Ich muss mich entschuldigen. Wir haben jetzt da ganz tolles Equipment. Wir sind dabei jetzt zum ersten Mal mit diesen neuen Dings. Wir können jetzt da zwischen den Kameraeinstellungen jetzt schauen wir uns jetzt mal die Spieler an. Das sind der Philipp Butcher und der Tommy Haas. Da ist gerade ein Tor gefallen. Ja, das haben wir so verpasst. Den Score müssen wir auch noch mit eintragen. Da sind der Chichi mit dem weißen T-Shirt und der Pascal. Der Käppi. So, 3-3 steht es im Satz. Ich trage das gleich mal ein. Tore. 1-2-3. 1-2-3. So müsste das sein. Genau. Entschuldige mich dafür. Ist schon spät heute. So, ein Timeout. Ja, das ist gleich ein spannender, hart umkämpfter erster Satz. Beide Teams müssen das noch ein bisschen ins Spiel finden, wobei der Philipp halt schon sehr aufgedreht hat. Ich hoffe, er kann das Level halten. So, und weiter geht's. Pascal Salzgeber auf der Runde. Ja, das ist, was ich vorher angesprochen habe.
schießt von hinten auch richtig stark raus. Das ist vor allem im Classic sehr wertvoll, weil im Classic der Verteidiger immer die Auflage bekommt. Dadurch die Verteidiger deutlich mehr Tore schießen. In einem normalen Doppel. So, wird schon wieder den Score nicht mitgeschrieben. So, bitteschön, 4-3. Oh, und da kommt der Konter von Philipp, 4-4. Der ist natürlich bitter, ja. Und das zweite Timeout. Auf welcher Seite war das jetzt? Boah, und das können wir abschauen mit dem. So, letzter Schuss wahrscheinlich noch ein bisschen im Arm gespürt, den er so hineingeschossen hat. Alle haben Spaß am Tisch, das ist wichtig. Ja, ist richtig. Man muss dazu sagen, viele Spieler sind noch privat gut befreundet und natürlich auch am Tisch. Zumindest sportlich fair zueinander. Hui! Da rufe ich das hat. Thomas Haas und Philipp Kutscherer 1-0 in Sätzen. Es wird hier Best of 5 gespielt, auf 3 gewonnene Sätze. Und jetzt sind wir ein bisschen eingeschossen. Gigi ist noch nicht zufrieden mit seinem Score vorne. So nützt jeder das Timeout anders. Manche sind noch nicht so zufrieden mit dem Spiel, vielleicht auch, weil sie den Satz verloren haben. Trainieren noch ein bisschen, um noch mehr Gefühl zu bekommen. Und die andere Seite, die den Satz gewonnen hat, kann entspannt dastehen. Philipp ist generell raus. Wir sehen jetzt mal, wie gegen wir es. Ja, der Philipp Kutscherer ist, glaube ich, kurz auf die Toilette gegangen. Nein, ist schon wieder da. Kommt schon und es geht gleich weiter. Hier ist noch eine kleine Teambesprechung, taktische Lagebesprechung wahrscheinlich. Ja. So, und weiter geht's. Bitte, dass man, ja, den darf man nicht verlieren in so einer Situation. Philipp Kutscherer hat den Ball auf der 3, sehr schönes, schnelles Tic-Tac gespielt. Kontrolliert, aber diesmal den Ball verloren. Ja, leicht abgefehlt. Bisschen glücklich reingegangen. Ja, legt den Ball auf zum Zug. Wir gehen aber auf Chichis 3. Schauen wir mal, ob Chichi das damit machen kann. In Chichis seine Pins sind schon sehr gefährlich. Ich meine, also ich bin ja vorher auch gegen die beiden in dem Classic-Doppel ausgeschieden, gegen Chichi und den Pascal. Im fünften Satz knapp, vielleicht habt ihr es eh mitverfolgt. Sehr, sehr schwer, weil die beide sehr tolle Spieler, also wirklich sehr gute, routinierte Spieler sind und sehr viel variieren können. Aber der Philipp und der Thomas Haas natürlich auch. Sehr schönes Spiel ist das. Ja, Pascal kommt da doch nicht so richtig raus. Aber schaut es dann doch. Reicht dann aber. Ja, Cameo, hast du heute auch schon ein bisschen gespielt im Mix, gell? Auch vielleicht so schlecht und Classic auch. Classic bin ich, glaube ich, genauso weit gekommen wie ihr. Ja, erzähl mal, wie ist es dir gegangen heute? Ja, ganz gut eigentlich. Mit Gerhard Dörr habe ich gemeinsam Classic gespielt, das erste Mal. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Und im Mix mit Richard Marsch.
beide Male leider in der K.O.-Runde im fünften Satz rausgeflogen. Das hat es dann verloren, ja. Wenn man es nicht zumachen kann, machen es die anderen zu. Ja, also da war auch sehr starke Style im Feld, das ist ja bei mir. Sehr viel internationale Beteiligung, was mich sehr freut, dass wir hier in Wien noch sehr viele Gäste aus dem Ausland begrüßen dürfen. Zum Glück endlich wieder, ja. Ja, jetzt nach der langen Corona-Pause wollen wir uns alle wieder sehen. Oh, ein bisschen abgerissen, aber wäre auch gegangen, glaube ich. Also ich hoffe natürlich, und schauen auch viele Gäste aus dem, nicht Österreich, aus den Nachbarländern zu. Und wir hoffen, Lust, das nächste Mal bei uns dabei zu sein. Wir haben noch zwei große Turniere im ersten Halbjahr. Ja. Und zwar Südburgenland Open und das Billachtal Open in den nächsten Monaten. Genauer Infos findet ihr auf der neuen Homepage von TFBÖ. dfboe.org ist die Adresse. Und hier der 3, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. 3-3-1 steht. Genau. Aber da steht 3-2. Ja, genau, richtig. Jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Sieht gut aus, dass der Gigi und der Pascal den Satz gewinnen, also beziehungsweise weiß man noch nicht, aber 1 in Führung. Ist wichtig jetzt, nachdem sie den ersten verloren haben, dass sie jetzt auch gleich hinsetzen. 2-0 Rückstand in Sätzen ist schon schwerer aufzuholen als das eine. Aber möglich ist eh immer alles. Ist not over, ist not over, ist jetzt over, sage ich immer. Ja. Ja, der Dumme geht auch in die andere Richtung. Philipp wirklich auch ein Ausnahmetalent, also er hat so viel Ballgefühl. Und ein extrem schönes Spiel auch. Witzig. Witzig und schön. Trotzdem effektiv. Ja, ja, natürlich. Mit witzig meine ich einfach so kreativ irgendwie. Nicht so dieses Standard-Zeug. Ja, wie du weißt, spiele ich das ja auch sehr gerne, so ähnlich. Und dazu gehört sehr viel Ballgefühl und Konzentration. Das können in dem Tempo wirklich nicht viele Spieler. Bei Tommy Haas, von dem haben wir eigentlich in dem Spiel noch nicht so besonders viel gesehen. Aber verteidigen tut eigentlich ganz brav. Das Timeout für Gigi und Pascal. So, jetzt muss der Gigi was damit machen. Wir müssen ein bisschen abgeben jetzt. Da war noch nicht viel in letzter Zeit. Man eher so ein bisschen. Vielleicht lässt er die anderen erstmal kommen und dann Zuckertechnik, nein, Schleckertechnik. Zuckerbrot und Peitsche nennt sich das, oder? Wenn man zuerst Schleckertechnik laut der Bastlotheke. Mit Spieler das Gefühl geben, dass er den Schlecker haben kann, aber dann doch noch zumachen. Wenn das die Taktik ist, dann sollten sie trotzdem loslegen. Uff, passt, aber ich glaube, es war ein Foul. Er kommt nochmal zurück. Da hat Philipp angeschlagen und hat hier eine Bande reingebrennt. Und den Ball hinein, aber schöner Pass vorher. So, für alle Zuschauer noch einmal, die vielleicht jetzt gerade erst dazugekommen sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr um die Uhrzeit noch live dabei seid. Wir sehen hier gerade das Classic-Doppel zwischen Thomas Haas und Philipp Butscherath gegen Cihan An und Pascal Salzgeber. Wir sind im zweiten Satz. Im ersten Satz haben Thomas Haas und Philipp Butscherath gewonnen. Jetzt 4-2-Führung für Cihan An und Pascal Salzgeber. Ich hoffe, ihr geht das schöne Spiel.
und bekommt auch Lust, bald mal zu spielen. Wir haben in Österreich einige Vereine, die Training für Antonia bis fortgeschritten. Boah, was war das? Das war wirklich... Ich glaube, jetzt noch einmal ran. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Ja, ich glaube, ich bin zu spät. Ach, schade. Ich bin nicht sicher. Nein, leider, war zu spät. Der war wirklich schön, aber wer es noch ansehen kann, sollte das auf jeden Fall. Ein Bilderbuch schon. Ja, ja, leider waren wir jetzt ein bisschen zu spät. Wir waren so gestarstruck. Ich kann dazu nur staunen. Da, vielleicht können wir mal auf das Grinsen für diesen... 1:1 in Tetzen. Und das zufriedene Grinsen von Pascal. Es wird so weitergehen. Ja, verdient den Satz geholt. Es tut mir leid, dass ich unaufmerksam war. Ich werde mich bemühen, sowas nicht mehr zu verpassen. Das war richtig, so aus dem Nichts heraus auf einmal eine Kombination zwischen beiden Figuren. Bam, 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 bam. Es war so schnell, dass man es kaum erkennen hat. Unglaublich präzise und festgeschossen. Ja, aber ja, die Antwort von Philipp. Das auch gut. Erster Wechsel, oder? Ja, Gigi und der Pascal haben jetzt getauscht auf der Handseite. Also, was ich vorher sagen wollte, ist, wir haben recht viele Vereine in Österreich, die sich über neue Mitglieder freuen und gerne auch Anfängern und Fortgeschrittenen Spielen beibringen. Und mit ein bisschen Übung könnt ihr dann auch vielleicht mal bei Bundesliga oder regionalen Ligen oder sowas reinschnuppern. Ich glaube, also schnuppern in den Vereinen, da freuen sich die Vereine und ihr lernt wirklich in kurzer Zeit die Techniken und die Tipps und Tricks. So, jetzt aber zum Spiel. Wieder ein sehr schöner Schuss vorher vom Gigi, glaube ich, war der, oder? Hinten. Also hinten, aber gerade das Tor hat das Kai geschossen. Ja, ja, der Gigi, der kennt den Philipp besser und das Oldschool-Spiel, der spielt auch sehr viel individuell und Oldschool. Da kann er es schon besser verteidigen. Der Philipp ist dagegen ein Gigi viel schwerer. Und ein Timeout. Und das Timeout. Eine taktische Besprechung hier. Die verwenden uns jetzt beide. Ah ja, das ist eine gute Idee. Danke. Ich habe gerade eine Instruktion bekommen, wie wir die Kameraeinstellungen besser nutzen können, dass man beide Teams sieht. Und jetzt geht's weiter. Danke. Ja, sehr stark, Philipp. Sehr stark von Gigi, war leicht schief, war sehr schwer zu halten. Und Tommy Haas hier die Auflage hinten. Pascal catcht sich den Ball. Los. Er fällt doch raus. Das ist sie.
Sehr stark. Ja, das ist sehr, sehr attraktives Spiel, nicht die Standardspielzüge wie also Zug oder wie ein Pinshot. Fertig. So ein richtig schönes, attraktives Tic-Tac-Spiel, Oldschool-Spiel. Okay, dann Pascal, ich spiele da gleich einen Pin, wenn ich das sage. Ja, weil das aber macht er schon die ganze Zeit. Genau. Vorne. Ja, das war ein sehr gefährlicher Schuss von Thomas Haas. Meldet sich da auch noch mal ein bisschen zu Wort, wenn er gut gehalten war vom Gigi. Ja, die Lampen sind gefährlich teilweise. Darf man nicht unterschätzen. Da kommt ein Timeout. So, Timeout. So, was soll den Zoom muss ich wieder rausnehmen, oder? Wie bitte? Den Zoom muss ich wieder rausnehmen. Mhm. Moment. Tut mir sehr leid. Jetzt müsste es passen. Genau, so schön. Das wollen wir. So, kleine Verschnaufpause für alle. Schon länger kein Tor gefallen. Ja, ist auch sehr kräftig. Sehr natürlich so ein Turnier, gell, muss man schon sagen. Es ist auch schon spät. Wir haben es 12:30 und wir sind eigentlich alle, würde man sagen, seit 13, 14 Uhr hier. Und da ist es. Jetzt habe ich rausgesunken, na gut. Tut mir leid, ich entschuldige mich. So, der Ball ist wichtig für beide Seiten. Wir können leider nicht stoppen. Aber spielt ihn locker durch. Ja, was der Philipp dann macht. Jetzt. So, Satzball für Gihan An und als Reizgeber. Z3. Boah, sehr schön. Das schauen wir uns natürlich noch einmal an. Boah, das schmeckt. Schauen wir uns das noch einmal an. Oh, das schauen wir uns später an. Da, jetzt kommt. Wunderschön schick, war das. Lara. Wirklich so, schick. Gut, wieder zurück. Auflage wieder bei Tommy Haas. 4-4. Sehr, sehr wichtige Ball für beide Seiten. Das war knapp. Jetzt wie ruhig es auf einmal in der Halle wird. Darf man nicht so laut reden, sonst lenken wir doch die Spieler ab. Oh, sehr schön. Die macht hier fertig. Der Finisher. So. Und das ist das 2:1 in Sätzen für Pascal und Gigi. Habe ich jetzt richtig hergestellt? Da war ich auf 0. So. Zunächst so. Kurze Pause, doch, wird gewickelt. Ja, ich habe den Score schon resettet, aber den können wir gerade nicht. Es wird ein neues Band gewickelt, das hat vielleicht ein bisschen verschoben.
So, weiter geht's. Der Gigi wieder hinten und Pascal vorne. Da mit der Büro. Schwer sich einzustellen als Gegner. Beide ganz unterschiedlich spielen. Entschuldigt bitte, dass die Anzeige, die Score-Anzeige unten nicht stimmt. Eventuell habe ich eine technische Probleme. Ich kann den Score nicht einstellen im Moment, um das gleich zu beheben. Wir sind im vierten Satz, 0-0 in dem Satz und 2-1, 2-1 und setzen die Mannschaft auf der blauen Seite, Pascal Salzgeber und Cihan an. Traumpass hier. Wir haben es noch einmal in der Zeit verloren. Tut mir leid, dass wir jetzt das Tor verpasst haben. So, nochmal den Pass hier. Das schön gestoppt. Dann das Tor geschossen. Das ist dann für das blaue Team. Ja, beim Philipp flutschen die Bälle. So, das schauen wir uns natürlich auch nochmal in der Zeitlupe an. Da mit der Kante außen. Scheint zum 1:1 in Vietnam. Das war ein schnelles Tor. Ja. Gut verteidigt jetzt mal von Thomas Haas. Sehr schön. Sagen wir mal in der Wiederholung, wir haben jetzt einen Timeout, wir können uns das nochmal in Ruhe anschauen. Jetzt den Schuss, ganz schön ins lange, schräg durch. So, 3-1, jetzt machen die Jungs plötzlich Druck, oder? Ja, ich muss sagen, die Trefferquote steigt deutlich und es kommt das Spiel in die entscheidende Phase. Wie gesagt, es tut mir leid, ich kann den Score im Moment nicht stellen. Wir sind im vierten Satz, steht 2:1 in Sätzen für Cihan An und Pascal Salzgeber auf der rechten Seite. In dem Satz wieder 3:1 schon die Führung. Jetzt müssen der Thomas und der Philipp einmal Gas geben und ein paar Bälle halten. Pascal hat mit seinem Pin eigentlich auch eine gute Trefferquote von. So, aber, ja, aber man muss es natürlich jetzt noch zumachen auf der Seite von Pascal und Schipfel. Auch nicht immer so einfach, wie es dann vielleicht wirkt. Ach, Traumpass. Aber Philipp halt auch mit diesem Spiel ist natürlich sehr riskant, wenn man dadurch echt den Ball verlieren kann. Dafür aber sehr schön anzuschauen. Ui, ja, jetzt. Wird das schnell schauen wir uns nochmal an. Oder aufholen sozusagen. Und danach sofort den Griff los. Sagt ihr, wir sind noch nicht am Ende, wir sind noch da. Ah,
Starkes Tor von Pascal zum 4-2, damit Matchball-Situation für Gironan und Pascal Salzgeber. So, Philipp braucht noch zwei Tore, um den Satz für sich zu entscheiden. Ui, ja. Und das war's, oder? Naja, das war's. Dann schauen wir uns den letzten Tor nochmal an. Das ist der Sieg für Gihanan und Pascal Salzgeber. Ja, da haben sie dann wirklich sehr aufgetreten. Schauen wir uns den nochmal an. Ganz kurz durch. Sehr stark. Ja, waren sehr, sehr starke letzten zwei, drei Sätze eigentlich. Mhm. Und so, jetzt wird gleich natürlich ein bisschen analysiert. So. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ob jetzt noch ein Spiel kommt, aber nachdem schon halb eins ist. Nein, ich denke nicht. Denke ich, dass heute kein Spiel mehr stattfinden wird. Wir sind morgen wieder da, ja, ab dem Single-KO, also ich schätze mal im Nachmittag. Ja, nachmittags. Und würden uns freuen, wenn ihr wieder zuschaut. Sehr gut. Also, dann bis morgen, oder? Gute Nacht und Fuß oben. Bis morgen.